Brauchst du auch, wenn du stundenlang durch TikTok, Insta oder andere Social Media auf Reste stehst? Heute hat mir nur gerade aufs Brust? Oder sind du sogar mit dumm gehen? You have brain rot. Der Begriff Brain Rot geht auf Social Media selber immer mehr populär und geht von Oxford University Press zum Wort vom Jahr 2024 ernannt. Brain Rot, also wortwörtlich Faule vom Gehirn, bedeutet in diesem Kontext, dass ihn durch übermäßigen Konsum von belanglosen oder sinnlosen Inhalten geistig aufbaut. Oder ob man es mir schwach geht. Zum Beispiel durch Sachen wie der Toy. Ja. Mei, mischt Social Media als wirklich dumm oder vielleicht sogar de contraire, mei schlau. Ziel mal keng. Damit kann ich nicht direkt müssen. Kognitive Fähigkeiten wie zum Beispiel Aufmerksamkeit aber schon und auch Veränderungen an der Struktur oder der Aktivität vom Gehirn. Heute gucken wir uns an, welche Auswirkungen von Social Media Wissenschaftler durchaus müssen konnten, auf wie weit wir, auch besonders Jugendliche, so schwer abhalten können mit Swipen, Scrollen und Klicken. So gut, wenn wir merken, dass es uns wirklich nicht gut geht. Wish I could, but I can't. Wir haben uns vor allem Studien über Jugendliche angeguckt, weil sie Social Media Docs intensiv nutzen und mehr vulnerabel sind für eine exzessiv oder problematische Nutzung. Zu Lützeburg sind das 9,1% von den 11- bis 18-Jährigen. Fangen wir mit den schlechten Nachrichten an. Studien deuten darauf hin, dass eine intensiv oder problematische Nutzung von sozialen Medien negative Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten kennt, also als geistige Leistungsfähigkeit. Okay, mir was heißt dann intensiv oder problematische Nutzung? Forscher definieren das unterschiedlich. Intensiv heißt zum Beispiel, dass ihr lange Zeit auf Social Media verbringt oder immer rumdrupp geht und ihr Schwierigkeiten hört, das zu reduzieren. Problematisch geht es, wenn das Verhalten einen negativen Impact auf den Alltag, das Wohlbefinden oder die Mentalgesundheit hat. Was tun Forscher da konkret von? Intensiv Social Media Nutzer weisen veränderte Verbindungen am Gehirn ab, besonders in Bereichen, die wichtig für Fokus und Konzentration sind. Aber Leute mit einer problematischen Bildschirmnutzung aus der Aufmerksamkeit reduziert. Bei Jugendlichen, die häufig den Internet benutzen, also nicht just Social Media, wurden Gehirnstrukturen mehr löst, die wichtig für Spruch, Aufmerksamkeit und Denken sind. Und verbale Intelligenz, also die Fähigkeit, Spruch zu verstehen und zu nutzen, ging auch auf. Have you ever had a dream that you had, Aufgepasst, die Studie weisen aber all diese Korrelationen zwischen intensiver oder problematischer Social-Media-Nutzung und mehr schwache kognitive Fähigkeiten. Sie beweisen aber keine Kausalität, also dass Social-Media oder Screentime auch wirklich Ursache von denen Probleme sind. Für das zu beweisen, müssen dieselbe Participanten ein paar Mal über lange Zeit untersuchen. Ob Social-Media auch kritisch Denken beeinflusst, positiv oder negativ, untersuchen Forscher noch. Algorithmen für soziale Medienplattformen sind so konzipiert, dass wir größtenteils Inhalte gewisse kreieren, die uns interessieren. Das feiert uns an einem Filter bloß, an dem wir just nur Sachen gesehen, die als Überzeugungen bestätigen. Du könntest da sehen, dass wir abhalten, als Frauen zu stellen. Ja, aber das steht ja auch auf Facebook, da brauchst du ja keine andere Quelle. Mir gehen aber auch Hinweise, dass soziale Medien kritisch Denken fördern könnten. Weiß ich nicht, Digga. Womit wir bei der guten Nachrichten wären. Durch Social Media können auch Sachen beilehren oder kognitive Fähigkeiten fördern. Zum Beispiel kann TikTok helfen, Englisch als Fremdsprache zu lernen. We need better infrastructure of this kind integration of the citizens of Europe. Thank you for your kind attention. Auch verschiedene Jugendliche berichten auch, dass Social Media ihnen hilft, soziale Kompetenzen zu fördern und Feedback zu kriegen. Was darum um Scrollen? Wenn das Ding excuse nicht präzise sehen. Pull up, pull up, pull up, komm mal hin, komm! Ah! Fazit: Ob Social Media als mit dumm ist, kann Wissenschaft für den Moment nicht klar beantworten. Mit gehen Hinweise, dass eine intensiv oder problematische Nutzung dem Gehirn schaden könnte. Es gibt auch dokumentäre Zusammenhänge zwischen problematischer Social-Media-Nutzung und Depressionen, Angst, Schlafdefizite oder gestörtem Selbstwertgefühl. Es gibt also noch andere Gründe wie potenzielle Brainrot für seine Social-Media-Nutzung am Arm zu behalten. Soziale Medien könnten aber auch ein paar positive Auswirkungen haben. Voilà, ich meine, ich habe nur eine Tour gemacht von den Frauen, die noch ab waren. Ich hoffe, die Falls von nicht, dann können die gerne erstellen. Ich so nicht merke, wie es aufmerksam geht. Aber für was kommen wir dann dags nicht von Social Media fort, obwohl wir merken, dass das nicht unbedingt gut geht? Die meisten Social Media Plattformen nutzen ganz bewusst ein paar Tricks, für so lange wie möglich auf der Plattform zu halten, für dass sie uns mehr Reklame weisen und dadurch mehr Suche verdienen können. Cash money, I'm gonna make it rain.
Erstens, sie bieten endlose Kontinu. Als Gehirn hat die Aufgaben, die aufgeschlossen sind. Weil Social Media aber nie rüber ist, mir immer noch ein Video oder eine neue Information für uns braucht, bleibt den Docs mehr langweilige Plank dabei hängen. TikTok heißt es so, weil es zwei Zeit unendlich tickt. Außerdem ist das Kontinu höchst personalisiert. Das dreht auch noch dazu bei. Zweitens, unser Belohnungssystem wird immer herum getriggert. Wenn wir Social Media nutzen, die Regionen vom Belohnungssystem am Gehirn aktiviert. Was da genau passiert, wissen Forscher noch nicht. Mir geht aber die Hypothese vom Dopamin-Kick. Die haben wir schon mehr genau an diesem Video über Screentime bei Connor erklärt. Bei all Like, neuer Story oder neuer Information wird unser Belohnungssystem aktiviert. Das fühlt sich gut an. Also willst du mehr. Und schwupps, geht es dir mal zu enger gewünscht, dass du schlechter aufstellen kannst. Mit Belohnung ist aber variabel. Nicht all Post oder Video ist spannend. Aber Heinz, du findest du... The perfect meme. They got a new thing called Free Shavakadoo! Aber nee, du weinst, bleibst du drin. Wie bei einem Glücksspielautomat. Forscher wissen, dass Gehirn für Jugendliche mehr stark auf das Belohnungsmechanismen ausspringt. Die Entwicklung von ihrem Gehirn ist noch nicht aufgeschlossen, besonders vom präfrontalen Kortex, der kritisch Denken und Decision-Making steuert. Daneben teilt er es auch Angst, Apps zu verpassen online. Stichwort FOMO, Fear of Missing Out. I don't want to be a loser. Was ist als Konklusion? Bei diesem Thema wird Recherche für uns wirklich schwer. Die wissenschaftliche Literatur ist immens heterogen. Viele davon guckt nicht exklusiv auf Social Media, mehr auf Internet, digitale Medien oder Smartphone-Nutzung. Es kommt wahrscheinlich darauf an, welches du Social Media nutzt, aber was du für eine Person bist. Das in der Sicherforschung nur noch mehr im Detail. Zum Beispiel, wie weit verschiedene Leute mal da gut ins gehen und andere Raum am selben Verhalten aber nicht. Und ob er den Unterschied geht, ob ihr Social Media aktiv oder passiv nutzt, also selber postet, kommentiert oder just scrollt. Und denkt dran. Unser Belohnungssystem hat sich entwickelt, für es für bedeutende Leistungen zu belohnen. Zum Beispiel ein Mammut erlegen. Huja! Mir heutzutage wird ein Allkäse getriggert, wenn man einen Katz mit Sonnenbrille gesehen. Ja, darauf hat die Evolution uns nicht viel beredet. In dem Sinn, mach mal eine Pause und los der Teil mal für dich zacken. Wenn du dann noch immer findest, dass das Video gut war, dann kannst du gerne teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.